Okay, Leute, es geht weiter. Das Mädchen gerade eben, sie ist sehr krank. Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit. Wie bitte? Du willst sie retten? Natürlich will ich das. Er hat das Gebiet gerockt, also sehr gut. Dann benutze die Macht des Buches. Du kannst Dinge abwandeln, die darin aufgezeichnet wurden. Damit kannst du die Realität ver... Oha, damit werden... Wir können wirklich die Realität verändern, okay. Ich gehe jetzt mal dahin und guck mal, was hier... Kann man das scannen? Was ist das? Oh, kann man da rein? Nein, kann man wohl nicht. Geh mal in das Haus hier rein. Wer lebt denn hier? Bestimmt Sid aus Final Fantasy. Der sieht etwas nach ihm aus. Was ist denn auf dem Boden? Und was für ein ekliges Bett ist das denn? Armer Sack. Okay. Was gibt's denn hier Schönes? Kann man da rein? Kann man hier rein? Kann man auch nicht. Schade. Rohanstadt, verlassenes Haus außen. Wieso ist es verlassen? Warum wohnt hier keiner? Laute Bücher zu allen Themen. Was stand da? Weißenreich? Wer auch immer zuletzt hier gelebt hat, muss gerne gelesen haben. Wer hat wohl hier gelebt? Und das sind Vögel. Oh, ich will Vögel fangen. Geht wohl nicht, dann gehen wir mal hier entlang und... Guck, okay, das ist ein Loch. Und was ist das denn? Das gehen wir mal sofort ein. Die zeigen mir gleich den Macker da hinten. Wie heißt er nochmal? Kamui? Kamui? Warte, da waren wir schon, oder? Ich gehe trotzdem mal hoch und guck mal, was da alles so gibt für uns. Und an den Münzen liegt eine Anleitung für die Waffen. Ach, ich brauche die richtige Materialisierung. Warte, was für ein... Metallisierung, okay. Ich glaube, ich muss die alle suchen. Das wird schon eine schwierige Aufgabe. Und was ist mit dir? Reden? Hey, willst du spielen? Niemand kommt vorbei, um mit mir zu spielen. Vielleicht will keiner spielen, weil Mine jetzt so klein ist. Glaube ich nicht. Ich weiß, warte mal hier. Mine ruft jemanden zum Spielen. Okay, den will ich mal sehen. Er ist gerade durch hier gegangen? Was? Aroxas, was machst du denn hier? Ist etwas auf meinen Schuhen? Er sieht sie nicht. Naja, ich gehe jetzt besser. Was? Siehst du, keiner will spielen. Warte noch einmal, ich finde jemanden anders. Okay, ich habe irgendwie Angst. Aber egal. Rex, wer ist denn Rex hier? Wer ist denn Rex? Aber wo ist das Mädchen wieder? Und da ist sie wieder, aber bestimmt verschwindet sie wieder, wenn ich mit ihr rede. Oder? Reden? Oh Onkel, keiner will mit mir spielen. Vielleicht hassen alle Minja. Glaube ich nicht, aber ich glaube, du bist unsichtbar für die anderen. Das ist ein Problem, wenn man dich nicht sehen kann. Da kann man auch nicht mit jemandem spielen. Ich gehe mal zu Kamui und zeige ihr mal das neue Pflanze da. Ich sehe immer gut aus, okay? Hier, die Blume. Beutelpflanze, sie bedeutet Kontrolle. Was für eine hübsche Blume. Nein, wenn du mir neue... Ja, ich weiß. Ich rede jetzt mal ein bisschen mit dir. Ich hörte, dass du das Training in der Ausbildungshalle aufgegeben hast. Vielleicht solltest du einmal bei Gustav vorbeisehen. Verdammt nochmal, wer ist Gustav? Wer ist Gustav? Guck mal hier rein. Okay. Wie geht es dir? Reden. Ah, sie meint auch Gustav. Okay, wer ist denn Gustav? Ist es vielleicht mein Lehrer? Und wie geht's dir, Fana? Reden. Hallo Roxas, danke, dass du mich besuchen kommst. Worüber wir heute sprechen. Entschuldigung, wohnt hier Frau... Hä, wer redet das denn? Ein Brief für... Achso, der Postbote. Ah, die ist wohl nicht zu Hause. Ich habe einen Brief. Großmutter ist wohl nicht unterwegs. Ja, ich hol für dich das Brief, ich wusste es. Ich bin jetzt Postbote, Roxas der Postbote. Yeah! Ah, es ist also jemand zu Hause. Der sieht aber geil aus. Hier, nimm das. Lebe wohl. Aber wie ist er reingekommen?
Wie ist der verdammte Ritter reingekommen? Ich glaube, er ist eingebrochen. Und die Musik hat sich gewechselt. Es ist ein Brief von den Kindern. Ich bin froh, dass es ihnen besser geht. Weißt du, ich habe keine Eltern. Ich war unglaublich einsam. Dann hat mir Großmutter einmal erzählt, dass es vielen anderen genauso geht. Sogar Kindern, die viel jünger sind als ich. Ich fragte mich, ob ich ihnen helfen könnte, auf andere Gedanken zu kommen. Deshalb habe ich angefangen, Stofftiere zu machen und ihnen zu schicken. Sehr nett. Ich nähe sie natürlich selbst. Ich hatte gehofft, ich könnte ihnen etwas von der Wärme geben, die sie brauchen. Sie haben mir Danke, du hast uns aufgemuntert geschrieben. Ich bin froh, dass es ihnen geholfen hat. So wissen sie, sie sind nicht alleine. Ich finde sie echt korrekt. Okay, sie? Wie spät es schon geworden ist. Tut mir leid, wollte dich nicht das Ohr abkauen. Bestimmt nicht. Es war sehr interessant. Lass uns bald wieder plaudern. Ja, ich komme wieder. Aber erst durchsuche ich die Stadt hier. Und die alte Oma wird bestimmt sowieso nichts das Neue sagen. Okay, da waren wir schon. Wo könnten wir denn noch hin? Wo könnten wir denn da noch hin? Aber erst gucken wir mal die Pflanze nach. Blumen. Attribute. Der Wert dieser Seite ist wirklich hoch. Gut gemacht. Dankeschön. Ich habe das nicht geplant, aber trotzdem. Danke für den Lob. Oh, ich will nicht mit dir reden. Oh nein. Ich muss mit ihm reden. Wer ist das denn? Georg, sei mir gegrüßt. Du musst Roxas sein. Haha, sei nicht verwundert. Ich kenne den Namen jedes einzelnen Bewohners meiner Stadt Rohan. Die ist aber alle belästigt bestimmt. Ich schütze die Bevölkerung und biete ihre Geborgenheit. Das ist meine Pflicht als Bürgermeister. Der Kerl ist ein Elf, das ist selten. Normalerweise leben sie nur in den Wäldern. Ich dachte, sie hassen Menschenstädte. Ah, du hast also meine Ohren bemerkt. Ja, ich bin tatsächlich ein Elf. Die höchste Rasse nach den Göttern. Aha, das muss dich aber nicht nervös machen. Sei einfach ganz du selbst. Dieser arrogante... Was hast du gegen ihn, Rempo? Der ist doch voll cool. Entschuldigung. Lord Georg, eure Gäste erwarten euch. Sie werden ungeduldig. Du meine Güte, unter diesen hektischen Umständen kann ihr unmöglich reden. Ich fürchte, ich muss los. Tschüss und Sofa auch tschüss. Also, er ist der Bürgermeister und ist ein Elf. Und da ist eine Tafel, die werden wir einscannen. Kalailas Schwert. Dafür brauchen wir Eisen zweimal, Hund zweimal und... Recht zweimal. Okay. Warte, wo kommen wir denn hier hin, wenn wir da runter gehen? Aber erst brauche ich die Karte. Ah, Karte ist wieder da. Jetzt auf einmal. Ach so. Oh, das ist Rex, okay. Roxas, was machst du denn hier? Was ist das für ein Buch? Haha, lernst du jetzt aus Büchern. Dafür ist es leider schon zu spät. Egal mit wie viel Eifer wir lernen, aus dieser Lage gibt es für uns, Bauern einfach kein Entkommen. Was nun, wer ist denn dieses Großmaul? Frage mich auch. Hör mal, Roxas, du bist ja wirklich sehr nett, aber zu naiv für diese Welt. Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Es gibt zwei Arten von Menschen, die Besitzenden und die Besitzlosen. Und Lernen ist nur für diese Besitzenden. Wir könnten schuften so viel wir wollen und würden dennoch nie belohnt werden. Ja, du irrst dich da. Ach ja, wer denkst du, wer du bist? Was willst du denn dagegen unternehmen? Gut gesagt, dafür wurdest du auserwählt. Ich weiß, was ist denn mit dir los, Roxas? Du bist dort und sonst nicht so lebhaft. Das ist, weil ich jetzt hier bin. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir zwei die besten Freunde sind. Ach so, du bist mein bester Freund. Ja. Okay. Ich gehe jetzt mal zu Rex und zeige ihn mal, wie ich ihn mag und scanne ihn. So zeige ich meine Freundschaft zu ihm. Nett, oder? Okay. Okay, wo war denn Rex Haus wieder? So, man muss wieder hier runterspringen. So, Suizid gefährdet. Rex. Scan. Rex, du bist mein bester Freund. Okay, er hat Hund, das und Katze. Okay.
Karte und ansprechen. Hey, reden. Hey Roxas, in der letzten Zeit tauchst du immer auf, wo Monster sind. Ist etwas passiert? Sprich über das Buch der Prophezeiung, ja. Wie, das Buch der Prophezeiung? Haha, sag mal, bist du doof? Du musst etwas an den Kopf abgekriegt. Nein. Heiliger Strohsack, ich mache mir wirklich Sorgen um deine Sicherheit. Hör auf, solange du die Oberhand hast. Was meint er damit? So kannst du kein Geld machen. Gut, warte mal kurz. Was will er denn mit uns machen? Ich verfolge ihn jetzt mal. Roxas hasst es zu warten. Oh, ich muss hier gleich die Aufnahme beenden. Scheiße. Okay, ich beende jetzt die Aufnahme. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.